Der rote Teppich ist ausgerollt und Gerda Ballon, ausnahmsweise in Zivil, empfängt ihre Jubiläumsgäste gemeinsam mit ihren engsten Mitarbeitern höchstpersönlich. 40 runde Jahre wollen gefeiert werden und die Rhein-Main-Prominenz will sich den Spaß nicht entgehen lassen. Doch erstmal gab's Glückwünsche. Ja, Mensch, liebe Gerda, 40 Jahre kleine Weltbühne, das ist ja wirklich unglaublich. Lass dir vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt einen herzlichen Gruß rüber schicken. Bin heute Abend gern nach Mülheim gekommen, bin ganz gespannt, was mich erwartet, aber ich bin mir sicher, es wird wie immer fantastisch werden. Ich kenne das von Anfang an und insofern gratuliere ich für das 40-jährige Jubiläum. Das ist eine Erfolgsstory und Glück auf für die nächsten 40. Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag. Im Namen des Landes Hessen, aber natürlich auch persönlich von mir und meiner Frau. Aus Gerdas kleiner Weltbühne ist richtig was Großes geworden. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Glückwunsch. Ja, ich wünsche Gerdas kleiner Weltbühne alles, alles Gute zum 40-Jährigen. Ein wahnsinniges Jubiläum, großartig, was hier entstanden ist und was sich 40 Jahre auf höchstem Level etabliert hat. Happy Birthday, alles Gute. Drinnen dann ein buntes Showprogramm zum Jubiläum. Mit Varieté-Einlagen, mit viel Musik und natürlich mit bewegenden Geburtstagsreden und einer Chefin, die sich bei so viel Lob von allen Seiten nur zu Tränen gerührt bedanken kann. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei meinem langjährigen, oh Gott, jetzt ist es ja sogar, sind wir verpartnert, aber der ist auch unsere Jutta, 35 Jahre hier in Gerdas kleiner Weltbühne und bei meinem Personal. Ohne einem zuverlässigen Personal wäre das nichts von. Und die sind alle, alle zuverlässig gewesen, jahrelang. Dankeschön. Ein schöner, runder Geburtstagabend war's, den Gerdas kleine Weltbühne zum 40. auf die Beine stellte. Und die Gäste feierten tüchtig mit. Erst in den frühen Morgenstunden war Schluss, aber natürlich nicht für immer, sondern nur bis zur nächsten regulären Show am Mittwochabend.